Hallo, ich bin eure Weltreisereporterin Gesa und ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße von Aida Sol von unserem Weltreiseschiff. Wir waren in der letzten Zeit in Südafrika, wir waren in Namibia. Ja, ich habe Elefanten gesehen, ich war trommeln, ich habe afrikanisches Essen probiert. Ich habe eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Viel Spaß beim 5. Vlog unserer Weltreise. Guten Morgen! Wir haben den zweiten Tag Port Elizabeth und für mich geht es heute auf Safari. Ich persönlich hoffe, Elefanten zu sehen, denn das sind meine absoluten Lieblingstiere. Und jetzt gehen wir mal los. Für mich ist es heute das erste Mal auf Safari und natürlich hoffe ich, die Big Five zu sehen. Zu den Big Five gehören der Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Mein Lieblingstier ist der Elefant, daher hoffe ich ganz besonders, heute einen zu sehen. Elefantenscheiße. Jetzt habe ich es auch mal gehalten. Zuerst sehen wir nur einige Antilopen und fahren durch eine wirklich schöne Landschaft. Das ist ganz schön schaukelig. Aber dann entdecken wir auch Büffel, Zebras, Giraffen und sogar Löwen. Sie liegen unter einem Busch und ruhen sich aus. Als wir zwei Nashörner sehen, die sich im Wasser ausruhen, bleiben wir stehen und sind ganz leise. Das ganze Land hier wird Tag und Nacht bewacht, um diese Tiere zu schützen, da vor einiger Zeit Leute versucht haben, Jagd auf die Nashörner zu machen, um die Hörner zu verkaufen. Wir nehmen jetzt ein Boot, um auf die andere Seite zu kommen und da sollen jetzt noch Elefanten sein. Ich hoffe es so sehr. Und da sehen wir sie. Elefanten. Oh mein Gott. Elefanten essen Kaktusfrüchte und wenn keine mehr an den Kakteen sind, fangen sie an, den Kaktus zu zerstören und die Wurzeln zu essen. Ganz liebe Grüße vom Seetag. Ich bin hier in der Anytime Bar und hier findet was ganz Besonderes statt. Und zwar probt hier heute der Gästechor. Wir haben hier auf der Weltreise einen eigenen Chor, in dem die Gäste sich jede Woche zum Singen treffen. Unsere Sängerin und Pianistin Louise begleitet das Ganze und wir machen dann einfach mal mit. Louise gibt uns ein paar Tipps, wie wir unsere Stimme aufwärmen können und dann wird auch schon das Lied geprobt. Bei jeder Probe wird ein neues Lied einstudiert. Am Ende sollen die Lieder dann in einer Primetime hier auf der Bühne aufgeführt werden. An den Seetagen dieses Abschnitts gab es aber noch ein anderes Highlight. Aida Sol ist am Kap der Guten Hoffnung vorbeigefahren und wir hatten eine unbeschreibliche Aussicht. Wir hatten jetzt wirklich eine Stunde Gesangstraining, Aufwärmübungen und haben einen Song einstudiert. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich würde es als Gast auch immer wieder machen. Ich muss aber auch sagen, ich singe sehr gerne. Ist auf jeden Fall eine schöne Seetagsaktion, würde ich sagen. Aus Kapstadt. Ja, wir haben heute ein Ticket gekauft für einen Hop-on-Hop-off-Bus und wollten ein bisschen die Stadt erkunden. Ich habe schon mal einen Kopfhörer und ich würde sagen, los geht's. Kapstadt ist die älteste Stadt Südafrikas und wird deshalb auch Mother City genannt. Unser erstes Ziel heute ist natürlich der Tafelberg. Die Aussicht von da oben soll ja legendär sein. Wir sind jetzt am Tafelberg angekommen und fahren jetzt mit dem Cable Car nach oben, um die wunderschöne Aussicht dort zu genießen.
Wir fahren mit der Seilbahn auf den 1086 Meter hohen Tafelberg. Auf dem Tafelberg ist es zuerst sehr neblig. So, liebe Leute, das ist die Aussicht vom Tafelberg. Nein, Spaß. Auf der anderen Seite hat man eine wunderschöne Aussicht. Nach ein paar Minuten verzieht sich der Nebel aber und wir können über ganz Kapstadt schauen. Ganz süß, hier ist irgendwie so eine Nachbildung von dem Tafelberg. Und dann stehen hier auf den Steinen an der Ecke, in welche Richtung Norden, Süden, Westen ist. Wir sind hier. Zurück vom Tafelberg geht es wieder mit dem Bus auf Stadtrundfahrt. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich eines: Shopping. Wir fahren weiter durch die Stadt und steigen am Green Market Square aus. Wir sind jetzt noch eine Runde auf dem Green Market und schauen hier mal einfach ein bisschen rum. Der Green Market liegt im Zentrum der Stadt und ist berühmt für sein Kunsthandwerk. Ob Schnitzereien, handbemalte Bilder oder Schmuck, hier gibt es sehr viele Produkte, die selbst hergestellt wurden. Wir fahren zurück zum Schiff, aber für mich ist der Tag in Kapstadt noch nicht vorbei. Nochmal einen schönen guten Abend aus Kapstadt. Ja, wir haben mittlerweile 6 Uhr abends und ich gehe nochmal auf einen kleinen Ausflug. Was da genau passiert, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, es geht ums Trommeln und um die afrikanische Kultur. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal zusammen an. Ja, cool, wir sind hier in so einem richtig typisch afrikanischen Restaurant und ich habe das tatsächlich gar nicht erwartet. Total schöne Farben, hier ist richtig coole Musik und wir werden gleich noch auf jeden Fall trommeln. Auf der Bühne wird musiziert und dann sind wir dran. Wir haben alle eine eigene Trommel und machen das, was auf der Bühne gemacht wird, nach. Es macht richtig viel Spaß und wir werden alle angesteckt von dem afrikanischen Rhythmus. Dann wird es Zeit zum Essen. Also wir müssen unsere Hände vom Essen nicht waschen. Jetzt kommt jemand, der unsere Hände wäscht. Das Essen ist total lecker und es gibt ausgefallene Gerichte, wie zum Beispiel Straußenfiletsalat. Und wenn wir möchten, bekommen wir noch eine traditionelle Gesichtsbemalung. Da bin ich natürlich direkt dabei. Wir bekommen 14 typisch afrikanische Gerichte serviert. Von scharf bis süß ist jede Geschmacksrichtung dabei. Das war's. Aber ist ja gut. Es gibt Fisch, Fleisch, aber auch Couscous und ein Eis mit Zimt und Kardamom, welches direkt hier aus Kapstadt kommt. Guten Morgen, wir sind in Namibia angekommen und wir machen heute eine Quad-Tour und da nehme ich euch jetzt mal mit hin. Wir fahren heute mit dem Quad durch die Wüste. Nach einer Sicherheitseinweisung von den Tourguides und dem Anlegen der Ausrüstung geht es auch gleich los. Tja, auch in der Wüste gilt die Helmpflicht. Wir machen uns jetzt fertig, also gehen auf den Quad. Ich bin hinten beim Guide dabei, damit ich auch auf jeden Fall filmen kann. Und ja, los geht's. Es ist sehr beeindruckend, wie gleich alles aussieht. Und hätten wir unseren Guide nicht, wüssten wir sicher nicht, wie wir wieder zurückkommen sollten. An einer sehr hohen Düne halten wir an, denn jetzt ist es Zeit zum Sandboarden. Wir legen uns auf den Bauch, machen die Ellbogen hoch, damit die Arme nicht auf den Boden kommen und los geht's. Wir fahren weiter und kommen an die Stelle, wo das Meer die Wüste trifft. Wir sind jetzt fertig und es war super schön. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter und laufen zur Lagune und wir hoffen, dass wir da Flamingos sehen. Direkt an unserem Schiff sollen Flamingos sein. Das wollen wir natürlich sehen. Zuerst entdecken wir riesige Pelikane und etwas weiter sehen wir dann auch die Flamingos. Langsam neigt sich der Tag dem Ende zu und wir kehren zurück zum Hafen.
Denn heute Abend lichten wir den Anker und machen uns auf den Weg Richtung Kap Verden. Das war ja auch schon der 5. Vlog unserer Weltreise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, ganz liebe Grüße von unserem Weltreiseschiff AIDA Sol und bis zum nächsten Mal. Tschüss!